Jo Leute, was geht ab? Ich zeige euch heute How-To-Videos zu 6 Bike-Tricks, die ihr über den Winter lernen könnt. Da gibt es jetzt zu sehen auf Lukas Knopf TV. Und zwar nicht nur auf dem Dirtjump-Bike, sondern eben auch auf einem Freerider oder auf sämtlichen anderen Big Bikes. Der Winter ist perfekt dafür, um an seiner Fahrradkontrolle zu arbeiten, und man braucht dafür gar nicht viel. Man kann einfach auf eine Straße gehen oder auf ein Stück Wiese. Die Bikeparks machen jetzt eigentlich im gesamten Dachraum zu. Nicht jeder hat Hometrails, nicht jeder hat irgendwie eine Skatehalle bei sich in der Nähe, wo er hingehen kann, um Fahrrad zu fahren. Wichtig, geht nicht auf eine Straße, wo viel Verkehr ist, sondern irgendwo abgeschieden, wo ihr in Ruhe mit eurem Bike üben könnt. Und ich zeige euch jetzt 6 simple Tricks, die eure Fahrradkontrolle über den Winter enorm verbessern werden. Nummer 1 ist der Bunny Hop. Perfekt für die Fahrradkontrolle. Wer den schon kann, überspringen möchte, ich habe das Video in Kapitel unterteilt, der kann zum nächsten Trick springen. Für alle, die noch keinen Bunny Hop können, ganz wichtig, Vorübung Nummer 1 für den Bunny Hop, der dann mal so aussehen soll, ist, dass ihr mit dem Vorderrad nach oben kommt. Stellt euch auf euer Bike, Finger an die Bremse, um eventuell sicher zu sein, wenn ihr beim Vorderrad hochziehen nach hinten kippt, und dann einfach das Gewicht etwas nach hinten verlagern. Nicht zu weit, dass ihr nicht fallt, sondern ungefähr hier mit dem Hintern über die Narbe, hier in eine Linie. Und ihr geht erst vor, nehmt von vorne das Gewicht nach hinten und versucht erstmal euer Fahrrad anzuheben. In dem Video werde ich den manuell nicht erklären, da habe ich mal ein extra Video dazu gemacht. Aber das ist auch die Grundübung für den manuell. Schritt Nummer 2, ihr wollt das Hinterrad hochbekommen. Manche schaffen den Bunnyhop schon, indem sie einfach nur das Vorderrad hochlupfen und dann das Hinterrad irgendwie nachziehen. Aber was ich noch empfehlen kann als Übung ist, jetzt nicht von vorne nach hinten zu gehen, sondern ihr geht hinter und schmeißt euch dann so ein bisschen nach vorn, packt richtig Druck über eure Füße auf die Pedalen und dreht diese so ein. So lockt ihr das Ganze irgendwie, rutscht nicht von den Pedalen und könnt jetzt, indem ihr das Gewicht nach vorne verlagert, euer Hinterrad nach oben bringen. Das sieht dann so aus. Und jetzt müssen wir beides einfach nur noch zusammenpacken. Vorderrad hochziehen, Hinterrad nachziehen. Wir lassen jetzt mal so ein Bunnyhop in Slow-Mo ablaufen, und da werdet ihr sehen, dass auch mit diesem Grip auf der Pedale und dieses Einknicken der Füße, man bekommt da richtig viel Druck auf die Pedale und bleibt auf der Pedale kleben. Deswegen diese Übung mit diesem nach vorne werfen, das bringt auch sehr viel Kontrolle später beim Bikeparkfahren, wenn ihr Sprünge springt, über Wurzeln, über Steine. Wenn ihr einen festen Stand auf der Pedale habt, seid ihr viel, viel sicherer auf dem Bike. Außerdem seht ihr ja bei mir beim Dirtjump-Bike, der Sattel ist relativ tief. Heißt, ich habe richtig viel Platz, um nach unten zu gehen und dann nach oben zu drücken. Wenn ihr den Sattel sehr hoch habt, geht der Bunnyhop auf jeden Fall wesentlich schlechter, und so geht er viel einfacher. Als nächstes, super gut für die Fahrradkontrolle, ist der Fakie, praktisch nach hinten rollen und dann rumziehen. Man lernt das Versetzen und auch da wieder einiges an Fahrradkontrolle. Wie ihr jetzt vielleicht hier seht, hier geht es leicht bergauf. Heißt, wenn man sich abdrückt, ich habe das jetzt aus dem Stoppy gemacht, bekommt man automatisch etwas Geschwindigkeit nach hinten, und das erleichtert es ein bisschen, um nach hinten zu rollen. Was ihr noch machen könnt, ist mit dem Vorderrad ganz leicht gegen ein Hindernis zu fahren und euch dann von dort abzustoßen. Ich zeige euch mal ganz kurz nur, wie das ungefähr dann aussieht. Und jetzt mal schauen, ob ihr loskommt. Man geht praktisch ein Stück zu dem Hindernis hin und drückt sich dann los. Was ihr dann merken werdet ist, wenn ihr nicht aktiv nach hinten tretet, dann bekommt ihr richtig Druck auf die Pedale und es bewegt sich gar nicht. Ihr müsst also aktiv nach hinten pedalieren, und wenn ihr das erste paar Mal macht, bei mir hat das super lange damals gedauert, der Fakie, weiß ich noch. Die anderen Jungs konnten schon 10 Meter Fakie fahren aus meiner Gruppe und ich habe es nicht hinbekommen. Abdrücken, treten, und was bei mir ausschlaggebend dafür war, dass der dann geklappt hat,
Man verreist immer, man kriegt keine Konstante rein und ich fokussiere mich beim Fakie-Fahren immer auf einen Punkt bei meinem Bike. Egal ob jetzt Vorderrad oder Vorbau, man hat so eine Konstante im Blick und das macht einfach das Ganze etwas ruhiger. Und dann ist das Wichtigste überhaupt beim Fakie, aber auch relativ schwierig, das Einlenken. Definitiv keine 90 Grad, dann verreist man, sondern circa um die 45 Grad. Dann lenkt man hier ein, schaut in dieselbe Richtung nach hinten, zieht dann die Bremse oder hebt einfach nur das Vorderrad hoch, wie beim Bunnyhop damals, die erste Übung, die ich euch gezeigt habe. Und dann geht man mit aller Kraft von hier nach da und drückt sich ab. Das war jetzt die Erklärung. Das Ganze sieht natürlich in der Ausführung nochmal um einiges flüssiger aus und ihr habt es jetzt schon gemerkt, das waren 3, 4, 5 verschiedene Punkte. Das muss man jetzt alles zusammennehmen und dann klappt es wahrscheinlich. Werdet ihr erst Schritt 1 und 2 meistern, Schritt 3, 4, 5 klappen noch nicht, dann klappt es bis Schritt 3, 4, 5. Einfach dranbleiben, jeden Tag rausgehen, egal ob es regnet oder schneit. Im Winter habt ihr Zeit dafür, deswegen übt eure Fakie-Skills. Und dann kann man natürlich auch einige Sachen kombinieren. Oder zum Beispiel Sachen wie 180 to Fakie lernen. Viele von euch fahren ja mittlerweile auch Slope Duros oder haben ihre Big Bikes Barspin tauglich gemacht. Deswegen ist der nächste Trick der Pickup Barspin. Und zwar nicht nur im Pickup, sondern dann auch ganz kurz im Bunnyhop. Und ich zeige euch den jetzt mal auf dem großen Rad, dann aber auch noch ganz kurz auf dem kleineren, auf dem Dirtjump-Bike. Nummer 1, ihr müsst euer Vorderrad wieder anlupfen können. Was ihr vorhin schon beim Bunnyhop gemacht habt, ganz leicht nach hinten gehen und das Gewicht übers Hinterrad verlagern. Beim Pickup-Barspin braucht ihr etwas Zeit. Deswegen jetzt nur ganz kurz hier anzuheben, reicht nicht, sondern ihr wollt schon ganz kurz auf dem Hinterrad stehen. Das würde ich als allererstes üben. Das kombiniert ihr direkt damit, euren Sattel zu klemmen. Ihr geht hier mit den Knien dagegen. Warum wollt ihr das machen? Dass ihr beim Barspin nicht in irgendeine Richtung fallt. Ihr bringt damit einfach viel mehr Stabilität rein. Alles beides jetzt kombinieren. Übt das ruhig ein paar Mal. Und jetzt, bevor ihr den Barspin komplett schmeißt, würde ich euch empfehlen, mal das Bike einfach hier zwischen euch zu nehmen. Die Beine zusammenzupressen, so dass das Fahrrad hält und dann mal so den Barspin zu üben. Dafür der Tipp, weil viele immer fragen, in welche Richtung soll ich einen Barspin drehen. Meine Barspin-Richtung ist die normale nach links. Ich habe den linken Fuß vorne, das linke Pedal, drehe meinen Barspin nach links im Pickup und auch sonst in den Sprüngen mache ich aber auch oft Oppo-Barspin nach rechts. Lernt das ruhig in eure richtige Richtung und wenn ihr den in die richtige Richtung könnt, dann macht es auf jeden Fall auch noch in die andere. Wäre ja kein Stress, ihr habt ja Zeit über den ganzen Winter. Ich mache ja auch Bikecamps und erkläre dort auch vielen Leuten immer den Barspin und manchmal sind eben auch Kids dabei, die noch nicht so groß sind und die es gar nicht hinbekommen, ihr Fahrrad so im Stehen zu klemmen. Was da sehr gut ist, sucht euch eine Wand oder einen Stein, wo ihr das Fahrrad dagegen stellen könnt. Dann fällt das Klemmen etwas einfacher und dann könnt ihr auch hier einfach die Vorübung machen. Nach links, nach rechts, je nachdem, in welche Richtung ihr das machen wollt. Und was ihr wollt, ist diese Bewegung einfach in euren Kopf zu brennen. Eure Hände müssen wissen, was sie machen. Euer Kopf muss wissen, was er macht vom Timing. Und ihr müsst den Barspin so im Stehen schon relativ schnell können, um den dann im Pickup rumzubekommen. Ihr habt vielleicht eine halbe Sekunde Zeit, wo ihr auf eurem Hinterrad steht. Und da in der Zeit müsst ihr den Barspin geworfen haben. Jetzt so einer, da würdet ihr wahrscheinlich crashen. Noch ein Hack oder Pro-Tipp. Wenn ich den jetzt nach links drehe, mache ich meine Hand, meine rechte, nur auf. Drehe mit der linken einmal komplett durch und fasse hier wieder ran. Könnt ihr ihn langsam mal üben. Auf, drehen, leicht mitführen, umgreifen, drauf. Zack. Und dann immer schneller. Und immer schneller. Und blind müsst ihr es können. Und das einfach 100 Mal machen, wenn es reicht. Und dann seid ihr richtig gut vorbereitet für den Pickup-Barspin. Könnt losstarten und funktioniert natürlich auch im Bunnyhop, wenn ihr einen recht hohen Bunnyhop könnt. Erstmal Bunnyhop machen und die Knie klemmen. Das ist das Wichtigste beim Barspin. Ihr braucht Platz, dass euer Lenker
hier vorbeikommt, wenn ihr eure Beine als O-Beine macht und so leicht nach vorn, dann kommt ihr ins Gehege mit eurem Lenker, der Lenker bleibt hängen. Deswegen üben, Bunnyhop, Knie durchdrücken und hier klemmen. Alles zusammen und Bunnyhopper. Und das Ganze nochmal. Ui, Obo. Ich habe ja auch mal ein Rampenbau-Tutorial gemacht. Wir haben jetzt hier an der Strecke so einen ganz kleinen Kicker aus Plaste. Wer irgendwas in der Art daheim hat, kann dann natürlich auch Tricks wie Barspin darüber machen und das Ganze da noch erweitern. Funktioniert natürlich auch auf dem Durchgang. Das kommt jetzt mit rein. Ich glaube, das kommt schon mit rein. Ich habe den Kicker noch nie getestet. Ich habe den gerade gesehen und er rutscht einfach 1A auf dem Asphalt weg. Warte mal. An die Rutschmatte. Aber auf einmal bleibt er wie angegossen stehen. Ich hatte jetzt trotzdem ganz kurz Bammel. Also auf jeden Fall solche Kicker ohne irgendein Gewicht nicht auf dem Asphalt stellen, funktioniert nicht. Nächster Trick ist der Suicide No Hand und dafür die Vorübung ist halt einfach nur freihändig zu fahren. Ich glaube, das können ziemlich viele von euch. Das ist oder war mit das erste, was ich probiert habe, auf dem Fahrrad einfach mal die Hände wegzunehmen. Vorübung dafür, ihr müsst auch erstmal eine Hand wegnehmen können und dann die andere, dass ihr beide Hände wegnehmt. Im Bikecamp erkläre ich das auch immer so. Macht einen Schritt nach dem anderen. Ihr müsst keinem was beweisen. Wenn ihr jetzt euren ersten Suicide No-Hand über einen Sprung einfach mal probiert und die Hände so wegnehmt, dann ist es echt ein kleiner Suizid, weil ihr habt noch keine Vorübung gemacht. Wie ich schon beim Barspin gesagt habe, euer Kopf muss wissen, was er macht und auch eure Hände brauchen die Muscle Memory. Deswegen übt es einfach mal, Hände loslassen, ganz leicht, dann wieder ran, ganz leicht, dann wieder ran. Sieht im Fahren dann so aus. Erstmal natürlich einfach mal nur ein One-Hand wieder ran, One-Hand wieder ran. Dann vielleicht erstmal einen ganz kleinen No-Hand und dann mehr und mehr. Was hier auch wieder hilft, habt ihr jetzt bei mir gesehen, wir kommen wieder zum Klemmen. Nicht nur für den Barspin, sondern auch für den Suicide No-Hand essentiell und super wichtig. Ihr bekommt richtig Stabilität rein, wenn ihr eure Knie etwas durchdrückt und dann links und rechts gegen den Sattel klemmt. So kann euer Fahrrad nicht abhauen. Wenn ihr euch jetzt so O-Beine macht, dann ist das Fahrrad hier ziemlich locker. Wenn ihr aber die Knie klemmt, dann bleibt das einfach ziemlich stabil hier zwischen euch. Und dann könnt ihr... Und jetzt könnt ihr natürlich hingehen und könnt den schon mal entweder einen Bunnyhop üben oder sogar über so eine kleine Rampe. Den habe ich jetzt tatsächlich noch nie auf dem Big Bike im Bunnyhop gemacht, aber ich probiere es jetzt mal. Ja, gerade so wieder ran. Wir können auch sogar was anderes mal üben. Suicide Lander. Wer sich das vielleicht am Anfang noch nicht getraut, habe ich auch für den Barspin mal erklärt, ist nämlich der sogenannte Käfer. Man legt sich auf den Rücken sein Fahrrad so, hier auch Knie klemmen, damit das Fahrrad irgendwie gerade bleibt. Und dann könnt ihr hier auch Sachen wie den Barspin üben oder auch einfach mal den Suicide No Hand. Da hatte ich mich richtig geklemmt. Geht tatsächlich im Rollen besser wie jetzt hier im Käfer. Passt aber echt auf, dass euer Fahrrad hier sicher ist. Wenn das hier runterfällt Richtung Gesicht, ist nicht so schön. Aber auch eine super Sache, um erste Tricks zu üben. Ihr könnt Suicide No Hands üben, ihr könnt aber auch mal sagen, ey, ich habe übelst Bock auf einen Suicide Lander. Ist über große Sprünge tatsächlich ziemlich schwer. Einfach eine weitere Idee. Ich gebe euch hier die Grundgerüste zu Tricks, aber ihr könnt die natürlich endlos erweitern. Kurzer Zwischentipp, wenn ihr Sachen üben wollt wie Barspins und ihr getraut euch nicht, weil ihr Schiss habt, auf dem Asphalt zu landen, dann übt das Ganze auf einer Wiese. Ich mache bloß mit Absicht die ganzen Bunnyhop-Tricks nicht auf der Wiese, weil man bleibt da immer so ein klein wenig stecken. Da kann man sich tatsächlich vom Asphalt besser abdrücken. Aber wenn ihr bei manchen Sachen ein bisschen Schiss habt, eine Wiese kann relativ weich sein. Der Trick Nummer 5 sind ein paar mehr Tricks vereint in einem, nämlich No-Foot-Tricks. Auch perfekt, die Grundlagen einfach im Winter zu üben. Nämlich, ihr rollt einfach auf den Boden lang und übt No-Foot und diverse Kombos. Ich kenne zum Beispiel auch solche Sachen wie No-Foot-Can-Cans oder eben der normale One-Foot-Can, indem ihr einfach im Rollen und Abspringen praktisch die Vorübungen lernt. Wenn ihr vorhabt, eine No-Foot zu lernen, macht es nicht direkt im Sprung. Euer Fahrrad schießt vielleicht weg, ihr fliegt hinterher, sondern rollt erstmal die Straße lang und bekommt erstmal ein Gefühl dafür, wie es ist, sich hier von der Pedale abzudrücken. Ich mache mich da relativ locker, gehe etwas in die Knie, springe hoch zur Seite
und wieder drauf. Der No-Foot ist dann einfach eine riesengroße Vorübung für Supermans, Superman Seat Grabs, eben für den No-Foot Ken-Ken, für Tail Whips, Double Tail Whips oder für Sachen wie zum Beispiel den Heel Clicker, den ihr oder den ich auch so gelernt habe. Ich habe mich hingesetzt, so wie jetzt, auf das Bike und beim ersten Mal habe ich irgendwie hier dagegen getreten. Ihr müsst aber beim Heel Clicker euch vorstellen, dass ihr ein O zeichnet. Die Beine machen so. Und jetzt geht ihr hier einfach mal, setzt euch drauf. Ich ziehe die Bremse, dass das Fahrrad stehen bleibt. Beine hoch zur Seite und dann wollt ihr ja hier über den Lenker. Mit etwas Geschwindigkeit, weil ihr sonst das vielleicht gar nicht so lang halten könnt. Mit Geschwindigkeit hier rum O zeichnen, zusammen und von dem zusammen sich wieder wegfedern lassen. Außen rum, bapp und zurück, bapp und zurück. Und ich habe mir richtig ins Hemd gemacht, den vorher ins Foampit zu machen. Wo ich das dann aber gemacht habe, war es einfach, weil ich wusste, wie der Trick abläuft. Und ich hatte einfach Sicherheit in meinem Kopf, dass ich weiß, ich kann den im Stehen. Was soll jetzt noch schief gehen? Ich mache einfach genau dasselbe im Sprung. Runter und zusammen, runter und zusammen. Und genau die Grundlagen könnt ihr über den Winter perfekt üben. Wenn ihr aus Lektion 1 jetzt richtig hohe und kontrollierte Bunnyhops könnt, könnt ihr das natürlich auch im Bunnyhop machen. No-Foot oder sogar No-Foot Ken-Kens, die jetzt hier komplett weg zu stretchen, die No-Foot Ken-Kens. Dafür braucht man richtig Airtime, wie zum Beispiel da hinten auf den Sprüngen. Aber solche Sachen gehen auch im Bunnyhop. Heel-Clicker, keine Chance, brauche ich Airtime für. Und wenn ihr hier so einen Kicker habt, könnt ihr den natürlich auch nehmen. Und einen schönen Nose-Dive No-Foot machen, weil ich viel zu langsam war. Achtet auf eure Geschwindigkeit. Schafft ihr praktisch über den Winter schon auch echt ein gutes Grundgerüst. Jetzt stellt euch mal vor, wenn ihr das jeden Tag nur eine halbe Stunde macht oder alle zwei Tage eine Stunde übt, wie viele Stunden das über den ganzen Winter sind, wenn ihr über den Winter jetzt komplett kein Fahrrad fahrt, nichts macht, fangt ihr nächstes Jahr nicht ganz bei Null an, aber so habt ihr auf jeden Fall schon mal einiges an Fortschritt gemacht. Der nächste Trick, den ich euch zeigen möchte, ist der Crankflip. Das ist der Barspin des Big Bikes. Wer kein Rotor montiert hat und keine Barspins machen kann, der kann nichtdestotrotz die Kurbeln drehen lassen, fliegen lassen. Wenn ihr jetzt einfach versuchen würdet, von paralleler Kurbelstellung den Kurbelarm eine Umdrehung nach hinten zu bewegen, wird das nicht funktionieren. Kommt ihr einfach nicht nach hinten. Was ihr machen müsst, ist, wie bei der Bunnyhop-Vorübung, wo wir aufs Vorderrad gegangen sind und das Hinterrad gelupft haben, die Füße leicht nach vorne drehen. Somit bekommt ihr in dem Winkel Druck auf die Pedale, könnt dann, indem ihr eure Zehen so ein bisschen da rumkrallt und den Fuß nach vorne nehmt, die Kurbel mit der Pedale leicht hochziehen, merkt ihr, wie ihr die dann losschnipsen könnt. Einfach schon mal probieren, was ihr an Schwung benötigt, um die Kurbel einmal komplett nach hinten zu bekommen. Und dann ist es ganz wichtig, dass ihr beim Crankflip dort eine Konstante reinbekommt. Voraussetzung natürlich auch, ein No-Foot zu können, dass ihr wisst, wie es sich anfühlt, von den Pedalen wegzukommen und wieder drauf. Und dann stellt euch hin und übt das Hochziehen, Einklappen, rum. Hochziehen, Einklappen, rum. Hochziehen, Einklappen, rum. Hochziehen, Einklappen, rum. Und das, wie auch beim Barspin, wenn ihr das jetzt 100 Mal übt, dann habt ihr das einfach drin. Und dann ist Schritt Nummer 2, das Ganze eben im Farm zu machen. Könnt ihr erstmal üben, einfach mal so hochzuspringen. Weil ihr wollt jetzt nicht wie beim No-Foot die Beine komplett zur Seite nehmen, sondern eigentlich immer nur so ein bisschen nach oben. Und dann nehmt eure Gedanken zusammen, macht alles wie immer und übt den erstmal so. Nächster Schritt, Finale. Wenn ihr die Sachen gemeistert habt, wäre es natürlich umso geiler, das Teil noch im Bunnyhop hinzubekommen. Sieht immer ziemlich geil aus, wenn das Leute einfach mal machen, so beim Streetfahren. Ihr könnt den dann von irgendwelchen Obstacles runter machen oder auch einfach so im Bunnyhop einfach mal irgendwo einen Crankflip machen. Und auch so im Bikepark, auch wenn es nur eine kleine Welle ist, dort einen Crankflip drüber zu schmeißen. Sieht einfach, finde ich, immer ganz cool aus und es ist so eine kleine Spielerei, die einfach Spaß macht. Im Bunnyhop das Ganze. Und das könnt ihr jetzt, wie ihr wollt, üben, so oft ihr wollt. Macht Lines, Pickup Barspin, Crankflip, alle Richtungen. Dann könnt ihr euch beim Streetfarm austoben, wie ihr wollt. Ihr habt die ganze Off-Season-Zeit, macht das Beste draus. Und mir persönlich macht es halt auch einfach mal riesig Spaß, rauszugehen, einfach eine Stunde zu fahren. Man ist an der frischen Luft und man braucht nicht viel dafür. Einfach nur sein Bike, ein klein wenig Platz, einen Helm, vielleicht ein paar Handschuhe und dann ja, kann man solche Tricks ganz einfach üben.
Das waren 6 Bike-Tricks, die ihr einfach über den Winter oder eben über die Off-Season lernen könnt. Waren jetzt nicht die geisteskrank schwierigsten Tricks, sondern ja, schon ein paar, wo man sich schon mal ein paar Stündchen die Zähne dran ausbeißen kann. Aber wenn ihr da dran bleibt, dann kann es richtig, richtig schnell gehen. Noch mehr Tricks habe ich über die letzten 5 Jahre für euch abgefilmt, nämlich über 60. Ich habe mit meinem Filmer Robert, der hinter der Kamera ist, 5 Jahre lang einige Tricks für euch festgehalten, erklärt und wir haben die MTN Trick School gegründet. Wir machen ja Bikecamps und oft war auch die Anfrage von den Leuten, es ist so weit weg, es ist bei dir im Osten, in Chemnitz, im Radquartier, in Hof und ich wohne aber in Kiel, bei Straßburg und so weiter. Es ist für mich ein sehr weiter Weg und da habe ich mir irgendwann gedacht, so ein Online-Kurs wäre ja ziemlich cool. Dann haben wir begonnen, bei mir stand im Vordergrund Wettbewerbe fahren, Events fahren und dann hat es zum Release immer nicht ganz gereicht. Wir wurden nicht fertig, aber jetzt sind wir fertig. Und wenn ihr jetzt den 180 gemeistert habt, vor allem im Flat, aber eben auch im Flyout, dann könnt ihr euch definitiv den 360 vornehmen. Und wir haben zu den 60 Bike-Tricks, die wir für euch zeigen, How-Tos gefilmt, aber nicht nur das. Wir haben eine Community gegründet, wir haben ein Chat-Format, wo wir miteinander kommunizieren können. Ihr könnt eure Videos einschicken, ich reagiere auf die Videos, kann euch sagen, was ihr noch besser machen könnt. Wir können dort einfach zusammen chatten, abhängen und wir releasen jede Woche, nicht nur ich, sondern auch mein Bruder Tim zum Beispiel, jede Woche für euch ein exklusives Video extra. Wenn ihr anfragt innerhalb der Gruppe, ey, ich möchte gern den Heel-Clicker nochmal speziell erklärt haben, dann gehen wir hin, erklären euch den, stellen euch den zur Verfügung und zum Beispiel The Motion Brand Exclusives. Der Link dafür ist unten in der Videobeschreibung. Wer Bock hat, tiefer in das Thema einzusteigen, es sind Tricks erklärt über den 360 Tailwhip, Frontflip, Backflip, Superman Seat Grab, aber eben auch ein paar weitere Carpark-Tricks, wie jetzt zum Beispiel die 6 aus dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Link ist unten zur MTN Trick School. Ansonsten abonniert den Channel, lasst ein Like da, würde mich sehr freuen und kommentiert sehr gern, was ihr vielleicht in nächster Zeit noch so für Videos sehen wollt. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns bald in der MTN Trick School. Peace.